Yay! Yay! Kirby! Und? Die! Wunder! Same! Spiegelwelt! Richtig. Nein! Ich mach. Wie ändert man die Sprache? Nach und Am Italiano Mario. Mamma mia, gut. Ja, wir machen ein Race von Kirby's Amazing Mirror, bla bla bla, in this year. Bist du bereit? Ich bin bereit. Warte, ich starte die Zeit nochmal neu. 3, 2, 1. Warte, welche Taste muss ich drücken? Start? Ah, egal. Ja, okay. 3, 2, 1, los. Und wir haben eingangs. Du hast gestartet. Oh, du Dab, Junge. Ich werde das auf 0% spielen. Okay, nochmal. Ja, du hast aber schon vorhin gestartet. Jetzt mache ich eine andere Sprache. Jetzt mache ich Baguette. Ich glaube, das habe ich schon mal im Livestream gemacht, im Comment Jeu, oder? Weiß ich nicht. Debuge. Löschen. Ja. Erstmal, Junge, zur Sicherheit. Wie machst du löschen? Draufklicken und dann. Ja, wie. Wie. Okay. 3, 2, 1, los. Kannst wegdrücken. Ach, kann man wegdrücken. Egal. Jetzt hast du halt einen Vorsprung. Yeah, den brauche ich. Ich habe das zu lange nicht mehr gespielt. So, wir beide kennen das Spiel schon relativ gut, würde ich mal behaupten. Und können es auch relativ gleich gut. Ich verkacke jetzt schon. Ja. Also, was denkst du, wie lange brauchen wir so durchkommen? 50 Minuten. Ja, ich versuche. 45 haben wir gleich schon mal, ne? Was war meine beste Zeit? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, so etwa 3/4 Stunde wird es dauern. Ich weiß auch gar nicht, ob wir jetzt den gleichen Weg gehen oder nicht. Weil man kann bei dem Spiel so verdammt viele unterschiedliche Wege gehen. Aber gut. Also als erstes mache ich Boss Nummer 9. Wen machst du als erstes? Boss Nummer 9. Okay. Und bis dahin zu kommen dauert schon etwa so 10 Minuten. Ja, so. Feuer darf man am Anfang nicht verlieren. Jedenfalls in unserem Weg. Das wäre ziemlich blöd. Und der Sound ist übrigens gerade von Chaos. Chaos ist auf der rechten Seite, aber das steht wahrscheinlich irgendwie auch drunter oder so. Hoffen wir mal. Dass ich das hinkriege. Burn! Burn! Na, ja, gleich weit, okay. Noch. Piu! So, wir beide können das Spiel auch relativ speedrun, muss man dazu sagen. Wir haben es im Livestream haben wir es schon mal gemacht. Da hatte ich gewonnen. Du hast gewonnen, korrekt. Jojo. So. Ich weiß gar nicht, das Video könnte ich eigentlich auch Let's Rush nennen, weil wir beide können das Spiel. Und das würde voll reinpassen in das ganze Let's Rush-Getour. Root Arc N Seal. Okay. Mondscheinwille, mach schnell. Manoir de Lune. Ich kann kein Französisch. Ich will es auch nicht können. Burn. Ich weiß noch gar nicht, wie ich den Mittelboss gleich mache. Ich mache ihn sicher. Na, ich weiß nicht. Ich würde ihn gerne anders machen. Ich glaube, ich versuche ihn anders zu machen. Den schweren Methode. Okay. Hat geklappt. Oh, ich habe trotzdem Treffer gekriegt. Aber hat geklappt. Slidest du eigentlich auch mal auf von Ecken runter? Ich glaube, das bringt nichts. Ich glaube, der TS macht das gar nicht sehr oft. Okay, der hat sowieso die ganze Zeit Rakete und was noch? Reifen und Rakete hat die ganze Zeit. Ja. Das ist aber auch echt nur TS, weil du es gar nicht lenken kannst. Jedenfalls. Das gibt's nicht. Damage Boost. Jedenfalls Rakete. Und der normale Speedrun, aber der macht es nicht. Aber vielleicht weißt du das noch nicht. Vielleicht bringt es ja ein bisschen schneller, wenn man von Ecken runter slidet. Weil wenn man normal slidet, wird man danach langsamer. Aber wenn man von Ecken fällt, halt nicht. Feuer. Genau hier brauchen wir das nämlich. Der hat mich dreimal erwischt. Du bist wieder vorne. Ja, ich will nicht. Doch. Nein. Ist das jetzt kaputt rum, oder nicht? Irgendwie Alter, der hat mich fast getötet. Okay, dann bin ich vorne. Krasse Sache, Alter Schwede. So viel war ich da nie gekommen.
Jetzt brauche ich wenigstens kein Feuer mehr unbedingt. Jetzt könnte ich sterben. Will aber nicht. Ja, ah. Braucht man doch noch. Ja, aber kannst du die wiederholen? Ja. Das war gerade die kritische Stelle. Du scheiß Gegner. Ich hoffe, ich krieg gleich nicht noch irgendwo einen Treffer oder so. God damn it. Nö. Yeah. God fucking damn it. Okay. Nero kann man echt gut sterben. Ich mach's sicher. Burn. Ja, vor allen Dingen hier oben. Hier oben ist ganz schlimm. Ah, dieser Schwert Heini und dann. Und. Ja, gut, den Raum wenigstens noch geschafft. Schön. Ist wahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit, bis wann ich sterbe. So, bist du wieder von. Yeah. Und ich hab den Schalter nicht gedrückt. Wow, oh. Ja. Das war knapp. Na, Tatsache, ich bin wieder ein bisschen vorne. Steintyp, ah, ich muss warten, ich muss. Der Steintyp, okay, der springt nicht auf mich. Yay. Warte, der nächste Schalter ist, glaube ich, gar nicht weit weg. Und dann kriege ich vielleicht noch KP. Na nee, doch, da ein bisschen weiter entweg ist der Schalter schon noch. Mal sehen, mal sehen. Ich glaube, du kriegst vorher sogar noch eine Maxi-Tomate. Sehen wir. Ah, ich glaube, ich kann mir in dem Raum ein bisschen KP holen, wenn ich ihn, wenn ich will. Und zwar hier, ja genau. Mach ich. Schwert. Will ich Schwert? Ja, ich wollte Schwert haben, glaube ich. Ja. Weiß ich nicht mehr genau, ich hoffe. Ja, hier wollte ich Schwert haben. Stimmt. Ah, nein, mein Schwert. Ich bin tot. Ja. Aufholen, aufholen. Ich habe kein Schwert mehr. Das. Wofür braucht man Schwert nochmal genau? Für die Hand. Ja, hol ich mir einen Stein. Der braucht gleich was auch. Na, KP egal. Ja, musste man dann nach oben. An der Stelle bin ich mir nie sicher. Ich gehe einfach immer rein und das kriegen die immer richtig. Ja, wir sind genau gleich weit. Schalter muss man nicht betätigen, aber da kriegt man volle KP. Und die hatte ich dringend nötig. Hm? Die hatte ich dringend nötig. Na, ich hab's auch mal lieber gemacht. Nicht, dass ich nochmal sterbe. Na, jetzt kommt jetzt schon die anderen? Nein, noch nicht. Ich hatte da mal einen anderen Weg für, wie ich da über den Stachel durchkomme, aber keine Ahnung, habe ich wieder vergessen. Schade, schade. Ah. Hm? Die fliegen bei dir genau in mein Bild rein. Genau aus deinem Bild in meins reingeflogen. Ja, der Raum geht auf jeden Fall besser mit Schwert. Kannst du ein paar Abkürzungen nehmen? Ja, Abkürzungen kannst du ein paar Mal. Mehr Steine kaputt hämmern. Ich bin trotzdem vorne. Weil ich meine Fähigkeit verliere und das Zeit kostet. Na, das stimmt auch. Und schon wieder. Und. So, und hier kriege ich Schwert auch wieder. So 10 Kilometer laufen. Und der steht so unter dem Scheibenstern. Mann. Oh, dein Lieblingsraum. Oh, ich hasse den. Ich mag den Raum. Ich kann ihn mittlerweile. Ich hasse den. Kannst du bei mir abgucken, wie ich es mache. Das war genau das hier. Hast du gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Dann ist der Raum ziemlich einfach. Ja, das ist. Du bist Schwert verloren. Ja, aber in dem Raum kannst du echt gut Schwert verlieren. Ich hab den Raum irgendwann mal geübt. Scheiße. Nein, blöde Hand. Nicht, dass die rufst du Kumpels oder was? Nein, ich mach die Hand so. Die hab ich so ein paar Mal geübt, weil ich hier immer stehe und verliere. Ja, okay, kannst du jetzt. Mir ist die Hand schon relativ oft da unten in das Loch hier reingefallen. Und dann war sie weg. Oh, dieses Greifen, ich kann das nicht. Das ist auch echt mies auszuweichen. Außer du bist an einer ganz anderen Seite vom Bildschirm. Nein. SMB, ich will die wieder haben. So. Brip. Ah, ah. Verliere ich die Fähigkeit die ganze Zeit hier?
Fail. Ich sterb gleich wieder. Puh. Na, will nicht sterben. Nee. Komm mit. Übertreibst es auch. Der arme Gegner. Gar nichts getan. Oh, gestorben. Okay. Dann nehme ich hier mir UFO gleich am Anfang halt. Piu. Ah. Okay, doch nicht. Dann nehmen wir doch den. Bam. Ah. Was heißt bitte schön UFO auf Französisch? OVNI. Genial. UFO? No. OVNI. Und okay, schwarzer Kirby kommt nicht. Okay. Bei mir kommt er wahrscheinlich. Weil ich nicht. Bei mir kommt er auch voll oft. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ich glaube, wenn du stirbst, oder so, ist das anders. Okay. Und da sind wir beim Master Hand Boss. Da bist du schon. Ich hasse diesen Gegner. Bam! Erster Tod und. Ach, der hat mich gegriffen. Und da man beim Master Hand Boss die Waffe danach sowieso nicht behält, kann ich einen Stern auf den werfen. Das ist echt komisch. Bei allen anderen Bossen behält man die Fähigkeit. Nur beim Master Hand Boss nicht. Keine Ahnung warum. Und weißt du, schön, mal gucken, wenn sie den Boss jetzt nochmal. Die erste Hand habe ich nicht so schnell tot gekriegt. Wie schaffst du es? Ja, doch, habe ich. Ich habe ja zweimal meine Fähigkeit verloren. Ah. So, schaffen wir den Sprung. Ja. Der Sprung ist aber göttlich, wenn er klappt. Ja, wenn du ganz knapp auf der Kante da landest. Naja, wenigstens hat er mich nicht verschluckt. Das ist noch schlimmer. Einmal hat er mich direkt in die Klippe geschluckt. Weißt du jetzt? Ja. Eigentlich spuckt er dich noch nach vorne. Ja, aber er stand so direkt an der Kante und ist dann... Ganz schlimm. Und wir müssen töten, hört man nicht. Bei mir aber gleich. Na, du bist ja auch gleich da. Tschu. Ich höre gar nicht, wie lange meine Fähigkeit noch behält. Bleibt jetzt. Komm, wach auf, Gegner. Was ist mit dem Gegner los? Der ist nicht aufgewacht. So, aber das Einzige, was man bei dem nicht machen darf, ist ihn genau aufsaugen, wenn er schlägt, weil dann kriegt man die Kämpferfähigkeit. Und die Kämpferfähigkeit will ich nicht. So. Dann Boss Nummer 2. Ist tot. Welches Gebiet mache ich denn jetzt? Ich weiß nicht, welches jetzt kommt, aber ich weiß, wo ich lang will. Dann gehe ich den anderen Weg. Einfach um es ein bisschen spannender zu machen. Damit man nicht mehr weiß, wer vorne ist. Ja, ich glaube, den Weg, den ich mache, der spart irgendwie 5 Sekunden oder so. Nicht wirklich viel. Eigentlich sollte er gar nicht spannend. Ja, du musst einmal ein bisschen Weg gehen im Menü da, im Menü im. Wo du halt die Welten auswählen wählen kannst. Nee, du musst zweimal das rein. Ja, aber du spawnst irgendwie nicht über eine andere Tür oder so. Wie gesagt, 5 Sekunden oder so. Und ich weiß auch nicht, ob ich gerade richtig gegangen bin. Also egal. Ich weiß nur, dass ich jetzt hier Feuer haben will. Okay, dann gehe ich den anderen. So. No! Schockkessler. Also die Tür ist noch da, oder? Was? Bam! Gib mir meine Reifenfähigkeit. Hier nach oben. Reifenfähigkeit. Alter Schwede, dieser Gegner. Brauche ich nicht. X nicht brauchen. Geht die gerne Reifen? Hast du keinen Reifen?
Nur der Gegner war ja so. Ah, da unten kriegst du aber gleich nochmal Reifen, ne? Ja, gut. Dann ist ja egal. Hä, Schaltgegner. Ja, ich fall in ein Loch. Da musst du mit Reifen runterfahren, das sieht viel cooler aus. Ich versuche es, wenn ich da bin. Apropos Reifen. Reifen. In diesem Kirby spielt Marketing im Wasserfall, das nicht so gerne. Echt? Ja. Oh, ich finde okay. Ich verliere da immer Reifen. Schade. Ich habe das noch nie ausprobiert mit Reifen, was du einmal gemeint hast. Ah, ich komme nicht in die Tür. Meinst du im Wasserlevel? Bist du damit wieder ohne Reifen oder was? Hm? Ah! Hier, diesen Part wollte ich. Dachtest du mit Reifen noch machen? Ah! Oh, ich hab Combat gekriegt. Ich hab Kämpfer gekriegt. Und ich bin fast tot. Also, vielleicht sollte ich meine Freunde rufen. Ich mach's. So, ein bisschen KP. Das ist die Hauptsache. Aber gleich kriegt man ja auch nochmal Stein für Krakow. Also ist das nicht das Problem. Weg mit dem Dings. Stein. Ah, jetzt bist du doch da, ne? Hast du schon gemacht? Oder bist du jetzt gleich jetzt da? Achso, du bist noch gar nicht da, okay. Für übers Wasser fahren, meine ich. Was? Warst du da schon mit über Wasser? Da bin ich schon. Und da hast du keinen Reifen gehabt, oder was? Ich glaube, ich hab noch nicht. Ich hätte mich vielleicht schalten können. Ah doch, man hätte es. Ah, ich hab's vergessen dabei. Schwer brauchst du jetzt hier. Egal. Ich mag Krakow irgendwie. Krakow ist cool. Mit Steinen. Bam. Auch wenn ich ihn manchmal nicht treffe. Nein! Gut. Ah, komm. Tot, yes. So, wo gehe ich denn jetzt hin? Hey, manchmal kann man da runterher, manchmal. Ich glaube, ich mache jetzt das, wo du bist. Glaube ich. Ich sonst mache ich das jetzt einfach. Vielleicht mache ich es falsch. Ja, du machst jetzt auch falsch. Hm? Na, ich weiß, dass ich jetzt das mache, wo du bist, aber ich weiß nicht, ob ich das eigentlich machen will. Kannst du nicht machen. Ist mir doch egal. Ey! Ein Reifen. Ich sterbe gleich wieder. Ah, aufpassen. Ah. Knapp. Ich sehe nicht mehr irgendwie KP bald. Ich verlange KP. Schaffe ich das? Ah, nicht. Da ist welcher, aber da komme ich leider nicht ran. Nicht erwischt. Gut. Ich bin vorsichtig sein. KP, der hat KP gedroppt. Yeah.